Jo Freunde, guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Falls ihr noch nicht abonniert habt, Leute, ich zeige euch jeden Morgen den neuen Fortnite-Shop. Also wenn ihr nichts mehr verpassen wollt hier in Fortnite, dann lasst gern schnell noch ein kostenloses Abo da. Einfach jetzt kurz runter scrollen und auf Abonnieren klicken. Außerdem noch schnell der Gewinner von gestern. Ich hatte ja gestern wieder 1000 V-Bucks an meinen Abonnenten verschenkt. Und ja, den Gewinner seht ihr jetzt hier eingeblendet. Herzlichen Glückwunsch an dich. Und da kommen wir jetzt zum heutigen Fortnite-Shop, der sich hier in wenigen Sekunden updatet. Wie immer könnt ihr auch gerne meinen Creditcode Snox eintragen, wenn ihr zufällig im Shop seid. Und dann schauen wir jetzt, was heute so Neues in den Shop reinkommt. Let's go. Und what? Zwei neue Lackierungen. Oh, es sind Dino-Lackierungen. Nice. Das ist cool. Das ist echt eine coole Idee. Für bestehende Skins, die sind auch heute wieder drin. Sehr, sehr cool. Haben wir heute die Dino-Lackierung drin. Gleich zwei Stück. Okay, auf die freue ich mich. Die schauen schon mal so ziemlich cool aus. Dann würde ich sagen, starten wir direkt mal hier mit den Dino-Skins auch. Nämlich einmal mit dem Rack-Skin für 2000 V-Bucks und dann noch der Dino-Frau. Dino-Kommando heißt sie mit diesem Backpack dazu. Dazu haben wir noch eine Hacke, kräftiger Biss, wo sich das Maul so ein bisschen bewegt. Und auch noch ein Gleiter, Pterodactylus heißt der. Finde ich ziemlich cool. Es gibt ja, glaube ich, auch noch einen weiteren Gleiter eigentlich für die Frauen, nämlich so einen roten. Ich denke mal, den kennt ihr. Den haben wir heute nicht drin. Dafür aber den ziemlich freshen Beefboss und seine Hacke, nämlich die Bretlingsklatsche-Hacke mit diesem Sound. Und ich glaube auch noch einen Gleiter. Die macht so coole Sounds, oder was ist cool, so komische Sounds, wenn man damit rumfliegt. Dann im nächsten Slot haben wir den Tomatenkopf drin mit seiner Challenge, wo man ja dann so einen alternativen Style bekommt. Dazu auch noch den Extra-Käse-Gleiter und die Axteroni mit diesem Sound. So, dann kommen wir jetzt schon zur rechten Seite des heutigen Shops mit dem ersten Highlight. Und zwar der einen Lackierung Rote Schuppen heißt sie. Und wir schauen uns direkt mal hier die Waffen an. Oh ja, das schaut schon cool aus. Das gefällt mir. Also die rote, ja, auf dem Bogen sieht eigentlich alles geil aus, aber auch da schaut es natürlich ziemlich heftig aus. Die rote Lackierung gefällt mir schon mal ziemlich gut. Dafür, dass sie nur 300 V-Bucks kostet, finde ich die auf jeden Fall eine der besten grünen Lackierungen, die es bisher gibt. Machen wir schnell weiter mit dem Lama Kadabra. Ziemlich cooler, lustiger Emote. Ich wünschte mir nur, die Musik wäre noch ein kleines bisschen lauter. Dann haben wir gut geölt. Die Musik ist ein bisschen schrill, aber ich finde die Moves einfach richtig geil. Kann ich also auch auf jeden Fall empfehlen. Und dann jetzt das zweite Highlight, und zwar passend halt zum Rack-Skin, dann die passende Lackierung Dino heißt sie und kostet 300 V-Bucks ebenfalls. Und sie schaut aus wie der Rack-Skin. Okay. Ja, das Muster ist natürlich ein bisschen anders. Gefällt mir aber trotzdem. Gerade wenn man den Rack-Skin auch dazu spielt, dann wird das sicherlich ziemlich cool ausschauen. Oh ja. Gefällt mir. Sieht so ein bisschen aus wie so eine Spielzeugpistole dadurch. Sieht nicht mehr so böse und ernst aus. Werde ich mir auf jeden Fall beide holen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welche der beiden ihr besser findet. Ich werde auch heute wieder 1000 V-Bucks an meine Abonnenten verschenken. Wenn ihr die haben wollt, alles, was ihr tun müsst, ist einfach nur ein Abo da lassen. Also kurz diesen Kanal hier abonnieren. Dann dem Video einen Daumen nach oben geben und heute mal ein Hashtag Dino in die Kommentare schreiben und dazu schreiben halt, welche der beiden Lackierungen ihr besser findet. Wenn ihr heute gewinnt, dann könnt ihr euch natürlich auch beide Lackierungen hier holen. Machen wir weiter, nämlich schnell noch mit dem Dynamo-Skin. Der war ja erst letztens drin. Ich finde ihn jetzt nicht so geil, aber ich weiß, dass einige Pro-Spieler mit diesem Skin hier sehr, sehr gerne spielen. Und im letzten Slot auf jeden Fall auch ein ziemlich guter Skin. Rote Verteidigerin, wo man auch noch so einen alternativen Style bekommt. Für den Preis absolut in Ordnung. Und jo, das war's dann schon zum heutigen Fortnite-Shop. Falls ihr gleich online geht in Fortnite, tragt gerne meinen Creditcode Snox hier ein, wenn ihr mich unterstützen wollt. Und auch die ganzen Gewinnspiele, weil nur durch euch kann ich das machen, durch all diejenigen, die hier meinen Creditcode Snox hier eintragen. Also wenn ihr was gewinnen wollt, dann ja, tragt gerne Snox hier ein. Und jo, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, habt noch einen entspannten Tag. Tschüss!